そう。俺の負けだ。Oh, das sieht schon ganz nett aus hier alles. Oh, was geht hier ab? Ist wohl eine Revelation? Oder? Das ist nett. Ja, nee, ist keine Revelation. Los. Okay. Mal gibt's hier nicht so eine Fullscreen-Cutscene dann plötzlich. Ich hier mal wieder das Fahrrad. Diesmal machen wir hier den hier. Oh, hat er mich tatsächlich noch umge... Ich wollte ihn eigentlich werfen, irgendwie ging das nicht. Aber machen wir jetzt mal. Was macht er denn? Wenn man mal da so drin ist, ist es schwierig wieder aus dem Move rauszukommen. Und machen wir den hier wieder. Oh, hier sind Leute Schläger. Das nervt mich schon ein bisschen. Wir sind jetzt quasi nur rechts um die Ecke. Da ist schon das letzte Restaurant und dann gibt es das TV-Event. Ah, ne, euch. Lass mal. Ah, gucken wir auch nochmal. Ja, sehr, sehr angsteinflößend. Ah, der ist gar nicht so schlecht, der ist ziemlich schnell. Hat auch zwei Gesundheitsbalken. Bringt ihm aber nicht viel. Okay, das war scheiße. Einmal kann ich noch zuhauen. Warte, ich greife dich jetzt mal und dann machen wir den hier. Und dann ist doch Schluss. Schon ziemlich krass, was da abgeht. Jetzt kommt er wieder. Er ist nämlich irgendwie die Cameo-Appearance des Synchronsprechers von Kiryu. Sieht zumindest genauso aus und hat auch den gleichen Kleidungsstil. Ja, hier diese Underground-Liga. Mal wieder. Das Frappierende ist, dass es jedem Hauptcharakter anscheinend passiert im Spiel. Das bedeutet, am Ende kämpfen wir wahrscheinlich gegeneinander. Another pain in the ass. Hast du eine Ahnung? Oh, wieder so ein Typ. Ach, das gibt's doch echt nicht. Das ist eigentlich schade. Ich dachte, dass wir das hier in einen Part quasi packen können, in die Aufzeichnung dann. Das könnte ich dann jetzt gleich auch mal einblenden, falls ihr das nämlich gerade live auf Twitch seht. Wir haben das ganze Let's Play unter einem Link. Könnt ihr quasi alle alten Parts anschauen. Warte, mach ich jetzt mal. Hier. Oder? Oh, was passiert jetzt? Jetzt. Okay. Unter y5.xgamer.de, da könnt ihr alle alten Parts angucken. Und die sind immer so 30 Minuten Parts. Jetzt dachte ich, wir könnten diese Sidequest-Reihe quasi in einem Part machen. Wird wohl nix, sonst wird's zu lang. Ist jetzt Ruhe? Nee, noch nicht ganz. Ah, jetzt kann ich mal hier so ein Bike nehmen. Oh, geht schon ab.
Vielleicht schaffen wir es ja doch noch in einigermaßen. Wenn wir so 40 Minuten brauchen, das ist noch okay. Okay, scheiße, ich bin vorbeigelaufen. Das ist natürlich besonders dumm, weil ich auf den Mission-Marker geachtet habe von der Hauptmission. Das hier ist es. Matsuo Genghis Khan. Oder so ähnlich. Schauen wir, was es da so gibt. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ah, hier ist Strength Up. Lamp Rib Eye Barbecue. Da ist so ein Haken auch daneben. Wie habe ich das Gefühl, das haben wir schon mal woanders gegessen. Deswegen ist der Haken da. Ist natürlich sehr teuer, aber wir haben es ja. Oh, das sieht echt ganz cool aus. Ah, jetzt ist Strength ist jetzt auch erleuchtet auf. Das bedeutet, wir haben die Stärke jetzt irgendwie auch verbessert. Ich schätze mal, das sind nur so kurze Boni, die man dann hat. Wenn dieser Balken dann, dieser zusätzliche Gesundheitsbalken von dem Essen weg ist, dürfte auch der Bonus weg sein. So, jetzt haben wir die. Jetzt müssen wir quasi zurück zu dem Kegel oben. Könnte ich eigentlich Quick Travel machen? Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Unten ist ein Taxi. Nee, lohnt sich eigentlich nicht. Hier ist eine Sidequest, das ist ein Fragezeichen, aber lasse ich jetzt mal unbeachtet. Und ein Ausrufezeichen auch noch. It's confusing hier, das kannst du laut sagen. Genau, jetzt eigentlich nur noch geradeaus und dann die zweite rechts. Ist ein ganz anderes Stadtlayout als jetzt Komorocho oder die letzten Städte und Dörfer, die wir gesehen haben. Ist aber eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich. Nicht ganz so verschachtelt wie Kamurocho. Oh, jetzt wollte ich doch nur hier das Ding aufsammeln. Diese Handycam-Shots, die sind schon gar nicht so schlecht gemacht. Ah, das war verschwendet. Nein, da hatte nur noch ein bisschen Energie. Okay, die haben wenigstens Schiss. Jetzt nehmen wir den hier. Ah, nicht kaputt machen. Ich will doch noch einen Takedown damit machen. Oder Heat Move, wie es eigentlich heißt. Das tut weh, glaube ich. Diese Ram-Attacke ist auch immer ganz nett. Oh, jetzt kann man ganz gut den Tannenbaum nehmen. Oh, du Fröhliche. Jetzt kommt noch mehr. Oh, ich will einen Takedown machen mit dem Tannenbaum. Nee, ein Takedown, Mann. Jetzt hast du ihn kaputt gemacht, du Depp. Irgendwie macht er nicht so ganz, was ich will, aber okay. Dann nehme ich den hier. Nachdem die so bouncen, habe ich auch irgendwie einen Move freigeschaltet, dass ich die auch nochmal irgendwie kicken kann. Ich habe aber vergessen, wie es geht. Finden wir vielleicht beim nächsten Mal raus. Ah, steht wieder der Nächste. Jetzt muss man nur noch rechts hier um die Ecke. Vielleicht können wir ihm entwischen. Ich stehe natürlich alle im Weg hier. So, jetzt haben wir hier die zwei Restaurants für ihn. Okay, hier ist der nächste Advice. Ah, die Person, wo das Gericht zubereitet, ist anscheinend auch noch wichtig. Irgendwie sind die Tipps, glaube ich, ziemlich nah an dem, was... Ja, es sind glaube ich, sogar die gleichen Tipps, die er auch Kiryu gegeben hat. Also lohnt sich das noch weniger eigentlich, mit anderen Charakteren diese Questreihe auch anzugehen.
im Hintergrund ist dieser Fuchs oder was es sein soll. Curry Shop S. Natürlich mal wer das. Sind immer die gleichen Shots. Immer einmal davor. Hm, da gehen wir wohl rein. Und dann sitzen sie drin und dann schreit er aus heiterem Himmel, oh, hier ist es aber toll. Ach, das war's dann. Jetzt kommt der beste Advice, bin ich gespannt. You know how people say they're full but still have room for dessert? Irgendwie komisch, man sieht die Tipps nicht. Ich glaube, bei Kiyo hat man die Tipps noch gesehen, aber jetzt irgendwie seltsam. Wahrscheinlich haben sie gemerkt, es liest eh kein Schwein. Lass uns einfach weg. Kommen wir auf eine geringere File-Size fürs PSN. Jetzt können wir sein New Dish in seinem New Café uns reinziehen. Und gucke ich noch, wo das ist. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist der grüne Punkt Alps. Also grüne Punkt für mich jetzt zur Orientierung auf der Map, die ich im Guide sehe. Ich glaube, das ist gleich hier, oder? Ja, Café Alps. Passt ja ganz gut zum Schnee- und Winter-Setting hier. Das Café Alps. Da ist nur die Frage, wo der Eingang ist. Nee, das ist doch kein Café. Doch, das... Nee. Ich glaube, das nächste ist. Ja, da ist ja schon das TV-Event. Gefilmt mit der DV-Kamera ist natürlich voll das riesige TV-Event. Ich sollte eigentlich hier. Sollte schon mal so eine Fotobomb machen und sagen, ich bin eigentlich derjenige, der ihm alles hier empfiehlt und seine Muse quasi bin. Seine Inspiration für seine ganzen Gerichte. Und er redet jetzt schlau daher natürlich. Ich bin gespannt, was es kommt. Coconut Milk and Bouillon Soup Curry Pasta. Das ist eigentlich alles drin, was man braucht. Das ist schon ganz geil, mal was für Ideen, die da so gekommen sind. Es gibt ja wirklich Dutzende von diesen Gerichten. Gar nicht so schlecht. Im nächsten Yakuza gibt es dann wahrscheinlich in der Collector's Edition noch irgendwie so ein Gericht mit dazu. Für die Pre-Order-Leute. Gibt ja immer ganz nette Extras für die physischen Versionen in Japan für Yakuza. Ryuga Gotoku. Aber leider bei uns jetzt nur noch als Download. Und der nächste Teil Yakuza Zero ist ja noch nicht mal für Europa bestätigt, nur für Nordamerika. Okay, jetzt haben wir das auch gemacht und jetzt können wir eigentlich die Hauptmission weitermachen. Es gibt hier sehr viele Fragezeichen. Hier sind also die ganzen Sidequests, die Sajima noch hat in seinem Part versteckt in der Stadt. Und ich gehe dann jetzt erstmal hier runter. Ich glaube, die Ausrufezeichen sind die Revelations. Wenn wir da eine sehen, hier ist zum Beispiel eine, geradeaus unten. Wäre eigentlich ganz nett. Es ist viel zu viel los, ey. Jetzt kommt wieder ein Typ, der mich schlagen will, wahrscheinlich. Natürlich. Aber da ist auch dieses Pickup, das ich letztes Mal schon vergessen habe, aufzuheben. Ah, jetzt kann ich ja hier meinen Finishing Blow
Oder Heat Move machen mit dem Tannenbaum. Alter. Das ist schon krass. Frohe Weihnachten. Nee, ist das hier. Das Scram funktioniert nicht immer so geil. Warte mal, kann ich da auch irgendeinen Move machen? Ah, ich kann throwen. Ja, mach's halt dann. Depp. Was kommt jetzt? Ah, der übliche Move. 10.000 Yen, das hat sich doch gelohnt. Da will ich nicht hin, ich will nur das Ding hier. Jetzt haben wir E auch noch. Ich glaube, wir haben B, C und E. Ich glaube, es gibt nur 5. Nur so bald. Okay, hier ist ein Ausrufezeichen. Mal schauen, was das bedeutet. Victory Road, da haben wir schon einige Contestants quasi platt gemacht. Ja, damit haben wir auch Erfahrungen. Das ist aber nicht der kleine Junge, den wir da quasi gesehen haben. Der kann jetzt nicht innerhalb von ein paar Wochen so stark gewachsen sein. Den müssen wir auch noch sehen, der von seiner Mutter da von diesem Bergdorf in die Stadt geschickt wurde. Aber wenn ich mir diese Stadt so anschaue, voller Schläger und Rotlichtbezirke, ist das wohl keine gute Idee gewesen. Wie schnell das immer geht, dass er die Leute überzeugt. Okay, naja, ob das jetzt viel gebracht hat, weiß nicht. Ich bin wohl in der Nachricht hier irgendwo. Auch wenn hier jetzt wieder nichts drin steht. Ich glaube, das ist es. Aha, Super Eagles. Hier ist eine Sidequest, die kann man ja mal annehmen, wenn wir eh schon direkt dran vorbeilaufen. Was ist denn hier los? Die Musik, was ist da los jetzt gerade? Okay, wir müssen mal wieder was abliefern, ein bisschen Essen abliefern. Es dreht sich wirklich sehr viel um Essen hier. Quasi nur um Geld, Fame und Essen in dem Spiel. Okay, a dangerously slick with eyes, approach him gingerly. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Wir sollen wohl langsam laufen. Hier, oder was? Es soll wohl sehr glatt hier sein. Das Rammen ist mir ist wichtiger als das Bein, das ich mir gerade gebrochen habe. Es ist hier auch noch überhaupt nicht total kalt jetzt draußen. Draußen mitten im Schnee. Er steht direkt over here. Er könnte einfach herlaufen. Es ist einfach alles zu doof, aber okay. The Roman won't survive.
Ist einfach zu abstrus. The road to him remains icy slick. If you fall this time, the Raven will end up all over the street. Being calm and collected can get you there faster. Approach him gingerly. Others may also slip and slide, turning them into flailing obstacles that can knock you over. Avoid them. Es ist doch nur dieser kleine Abschnitt. Okay, das ist das Langsamste, wie ich gehen kann. Aber wo läuft er denn hin? Okay, er steuert sich sehr behäbig gerade. Was ist da eigentlich los hier gerade? What the fuck? Oh, ich muss nach rechts. Oh, nee, da kommt ein Typ. Ah. Okay, das macht nichts aus. Macht das Spaß hier, oder was haben die da vor? Jetzt sind wir doch noch angekommen. Was jetzt? Hast du mich jetzt hingehauen, oder was? Ja, das war wieder ein typisches Beispiel für so eine Side-Mission in Yakuza. Unnötig, sinnlos, lustig, abstrus. Ja, vielleicht doch nicht so sinnlos. Mal schauen. Balance Bracelet. Und ein bisschen EP. Kann auch nicht schaden. Ich weiß nicht, ob ich das kann ich equipen. Nice. This bracelet improves balance so that you won't stumble when you run into someone at full speed. Ah, das ist schon praktisch. Ich renn oft hier in Leute rein, nachdem man hier nur sehr wenig Platz hat und es einfach alles überflutet ist mit Menschen. Sonst habe ich nichts zum Equipen, glaube ich. Mal schauen, bleib mal austesten. Einfach mal in jemanden reinrennen. Schon was passiert. Ja, was passiert wohl? Er hat einen Kampf gegen für uns. Das ist auch geil. Ich dachte, ich probiere jetzt einfach mal das aus und dann will er uns natürlich direkt schlagen. Hier geht's noch. Okay. Sind schon anders drauf. Was haben die hier eigentlich vor, ey? Die stellen sie nicht schlecht an, aber es ist halt dann doch nicht genug. Nehme ich mal das hier? Nee, das wollte ich nicht. Aber kann man mal werfen. Ja, nee. Ist das hier einfach? Gibt's ja nicht. Wenn ich immer gleich von hinten greife, damit mich der andere Typ vermöbeln kann. Da kann man hier auch mal wieder den hier machen. Das ist eigentlich sehr effektiv. Der blockt sogar. Okay, wir verlieren mal hier drauf. Und tschüss. Tschüss, tschüss. Ich kann es nicht aussprechen. Okay, das war wohl auch ein Thing. Taurina, das haben wir natürlich unbedingt gebraucht. Und hier geht's weiter mit der Hauptstory. Achso, mit dem Full Speed, wenn wir nicht jemanden reinrennen, soll ich jetzt nicht mehr stolpern. Naja, also ein bisschen gestolpert ist er gerade schon. Hier geht's weiter.
Ambitious Kita Kata Family. Los geht's. Okay, doch nicht. Ich dachte, jetzt kommt eine Cutscene direkt. Wie es so üblich ist. Die Kamera ist natürlich ein bisschen unvorteilhaft. Steppt da richtig der Bär. Ah ja, das ist Casino im Hintergrund dann quasi. Wir hatten ja schon dieses Casino.